Und da sind wir wieder bei Fire Emblem Awakening. Hier mit mir, Sefi. Und wir waren mit den ganzen Unterstützungsgesprächen. Was heißt mit den ganzen? Es sind immer noch nur zwei. Du schon wieder. Ich will euren Grasbeutel. Ich will euch euren Grasbeutel zurückgeben. Ich bin es leid, ihn überall mit hinzuschleppen. Idiotischer Mensch. Warum hast du ihn nicht einfach weggeworfen? Ist dir auch egal. Na gut, gib ihn mir. Kommt nicht näher! Ich werfe den Beutel da ein, damit ihr ihn euch holen könnt. Please. Hast du meine Rasse so sehr? No. Eure Rasse ist mir egal. Es ist euer Geschlecht, das mir etwas ausmacht. Und warum fürchtet sich ein Schwertkämpfer wie du vor Frauen? Ich habe meine Gründe. Mich plagen Albträume. Erinnerungen an meine schreckliche Vergangenheit. Die Nähe jeder Frau, egal ob Mensch oder Tagel, erfüllt mich mit eisiger Furcht. Right. Und dann bin ich nicht die Einzige, die von schlimmen Albträumen geplagt wird. Ich rede nicht gerne darüber. Kindische Albträume könnten für andere ein Zeichen der Schwäche sein. Wirf mir den Beutel zu. Right. Hier. Well. Danke. Jetzt warte kurz. Was tust du da? You. Ich mache einen speziellen Trunk aus den Kräutern, die ich gesammelt habe. Hier. Das riecht furchtbar. Und da schwimmen kleine Äste drin. Yes. Trink ihn einfach. Ihr seid euch sicher, dass er für Menschen geeignet ist? Good question. Trink ihn nur, lass es bleiben. Mir ist es gleich. Na gut. Das schmeckt sogar noch schlimmer, als es riecht. Right. Ja, aber du wirst sehen, dass der Trunk gegen Albträume hilft. Götter, das war schrecklich. Ich hoffe, sie nimmt mich nicht auf den Arm. Und das nächste! Es tut mir so leid, Frederick. No. Das ist schon in Ordnung, meine Dame. Am Anfang ist es sehr kompliziert. Aber ich kann nicht glauben, dass ich mich beim Patrouillengang verlaufen habe. Das ist so peinlich. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Den tollen Trank fallen zu lassen. Wenigstens habt ihr auch gesagt, dass der Besen alt war, bevor er zerbrach. Also war. Oh, ihr Götter, und das Feuer! Das mit dem Feuer tut mir so leid! Doch ein Ersatzzelt, oder? Always impressive. Ja, aber betrachtet das als das Positive. Ihr habt das Unkraut vorübergehend gejätet. Im gesamten Lager sehe ich kein Grashalm mehr. Yes. Naja, ich habe auch schon immer kleine Ketten und Armbändchen aus Blumen gemacht. Ihr habt nicht nur das Unkraut gejätet, oder? Nicht etwa die Blumen aus dem Beet. Blumen? Beet? Ach, Pferdemist. Es ist wahr, ich kann nichts außer auf die Nase zu fallen. Ich gehe zurück ins Bett und ziehe mir die Decke über den Kopf. No. Bitte, meine Dame. Nein, ihr dürft nicht aufgeben. Huh? Aber... Never fear. Der wichtigste Teil bei jedem Kampf ist, dass man sein Bestes gibt. Bei allem, was ihr heute geleistet habt, hattet ihr das Wohlergehen der Hirten im Sinne. Und wenn das Ergebnis nicht ganz optimal ist, ist das nicht das Ende der Welt. Solange ihr weiter versucht, Menschen zu helfen, kommt der Erfolg von allein. Oh, Frederick. Wenn ihr wirklich so denkt, dann verspreche ich, nicht aufzugeben. Vielleicht könnte ich Blumenhalskettenpferde machen. Nein. Bitte tut das nicht. Und das Lager brennt. Lichterloh, bei uns ist das egal. Wir ziehen weiter ins nächste Kapitel, nämlich Kapitel 8. Und es heißt Die Grimmleal. Ich würde gern glauben, dass wir dank unserer Vorsicht so weit gekommen sind. Aber wir haben keine plegianischen Wachen gesehen. Wo stecken sie nur? Welche Falle uns Grangiel auch stellen mag, er hat es nicht eilig damit. My Lord. Mein Prinz, unsere Späher berichten von einer Art Scharmützel in der Nähe. Right. In Ordnung, beeilt euch mit den Vorbereitungen. Right. In diesem Wüstenland werden unsere Einheiten nur langsam vorankommen, Herr. Magier und Flieger sollten allerdings ungehindert vorwärts kommen. Hm. Danke, ich werde das berücksichtigen. Sefi, wie ist der Plan? Eine berechtigte Frage. Darauf habe ich Gott sei Dank eine gute Antwort. Wir haben nämlich hier diesen wunderbaren kleinen Weg hier. Auf den können Einheiten nämlich ganz normal laufen. Und ja, unser Ziel ist es, alle zu besiegen. Das werden wir tun. Die Aufgabe der Flieger wird es sein, hier die ganzen Einheiten am Wegesrand kaputt zu machen.
während der Rest hier den Hauptweg entlang gehen wird. Mehr oder weniger. Das ist der Plan. Ich weiß, es ist nicht der Beste, aber es ist ein Plan. Und ich wage es nicht, einen von unseren beiden Magier mitzunehmen, weil die ja, naja, nicht ganz so hoch gelevelt sind. Wie sieht es hier waffentechnisch aus? Ich glaube, Sumia brauchte, genau, die Eisenlanze von Sumia war ja weg. Da haben wir doch sicherlich eine schöne Stahllanze. Warum nicht? So, wo war ich stehen geblieben? Haben wir die nicht ein Starschwert für dich? Bitte sag, dass ich noch ein Starschwert für dich habe. Okay, dann sag's nicht. Ja, die hat doch ganz schön Wurps. Also dann los! Puh. Hab ich ihn etwa abgehängt? Warten, sagen Gregor. Warum du nicht verstehen, Kleines? Geh weg! Lass mich endlich alle in Ruhe! Ui. Bitte nicht so laut mit der Stimme. Du verraten Position. Überhaupt nicht gut. Meine Kehle ist ausgetrocknet, meine Schuhe sind voller Sand. Und irgendein verrückter Spinner will mich umbringen. Gut, Grievous. Oh, du brechen Gregors Herz. Warum du behandeln wie Verbrecher? Du da, Unhold, nimm deine Hände von dem Mädchen. Ja? Wer sein Unhold? Du mein Gregor? Nein, Freund, Gregor, sehr hold. Hey. Na klar, Widerling. What? Heute nichts als Beschimpfung und Tritte in den Hintern für Gregor. Und das alles für gute Taten. Hören zu, Freund. Gregor möchte nur... Hab ich euch, ihr miesen Ratten. Macht euch bereit für Grimas Zorn. Oh, das sei sehr schlecht. Du jetzt verstehen. Sieh uns jetzt schnappen. Hm? Warum jagen alle dieses Mädchen? Nonsense. Alle? Was du meinst mit alle? Gregor und ich gehören zu diesem alle. Schauen genau. Schielen, wenn nötig. Sehen, Gregor haben Unschuldsaugen. Naja, ich glaube, Unschuldsaugen sehen anders aus. Eigentlich. Schon gut sein. Gregor nicht sein Feind. Ihr müsst glauben. Right. Das bereitet mir Kopfschmerzen. Also gut, darum kümmern wir uns später. Zuerst müssen wir das Mädchen beschützen. Du willst mir helfen? Yes. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um dich zu beschützen. Halte einfach durch, bis wir bei dir sind. Wir werden sie vertreiben. Wie haben wir uns gerade unterhalten? Haben die sich das so gegenseitig zugebrüllt? Dann ist es ja kein Wunder, dass sie sich da gefunden haben. Die Dörfer müssen vor dieser Gefahr gewarnt werden. Aber wer soll das tun? Es sollte jemand sein, der auf seinen Chef vorwärts kommt. Das brauchst du mir nicht sagen. So, ihr zwei tut euch erstmal zusammen, denn das ist eure beste Überlebensart. Und dann Attacke? Oh, mein Wecker. Es ist 10 Uhr, Leute. Zeit, um aufzustehen. So, wir bringen uns hier erstmal in Sicherheit und lassen diese. Wobei, Flovi, was kannst du eigentlich auf ihn? Wir rennen weg. Und ja, wir haben jetzt Gregor dabei. Einen Söldner, der auch schon auf Level 10 ist. Das heißt, er kann Sparsamkeit, genau wie unser Avatar, und dazu kann er Geduld. Die Level, das Level 10 Skill, der Söldner. Und zwar Geduld. Wird die Einheit angegriffen, erhält sie Treffer und Ausweichen plus 10, was sehr nice ist. Und dann haben wir Novi, eine Manakete. Fire Emblem Veteran kennen das System von Manaketen bereits. Das ist so ähnlich wie mit den Tuggel. Werden sie angegriffen, verwandeln sie sich halt in den Drachen und greifen mal zurück an. Mit ihrem Drachenstein, der übrigens eine Reichweite von 1 bis 2 hat, was sie definitiv dem Tuggel überlegen macht. Und sie erhalten, wie man schon sieht, einen wunderbaren Werteboost durch diesen Drachenstein. Das Negative ist, wenn der Drachenstein nicht ausgerüstet wäre, also wenn der Drachenstein ausgebraucht ist, kann sie sich halt nicht bewähren, weil wir momentan keine Drachensteine kaufen können. Aber das soll uns jetzt erstmal egal sein. Wir töten jetzt erstmal ein paar Gegner. Und das möglichst schnell und effizient. Ich würde ihn ganz gerne mit einem Wurfspeer kaputt machen. Erstmal, damit wir den Treffer von ihm nicht einstecken können und damit diese, damit wir die beiden Magier da kaputt machen können. Ich hoffe nur, dass Stahl mit angreift, weil sonst wird das nämlich nicht. Ja,
Er bleibt stehen. Warum denn auch? Oh, das war ziemlich doof. Ich hätte es eigentlich so rummachen sollen, aber was soll's. Wir greifen einfach mit dem Langstern und hoffen das Beste. So lobe ich mir das. Das war auch ziemlich dumm. Naja, was soll's. Das ist die Reichweite von Magier. Wie weit kommt er? Na toll. Das heißt, wenn wir den Reichweite von Magier gehen, kommen wir automatisch in die Reichweite vom Söldner. Was hat er eigentlich ausgerüstet? Ach, nur Flux. Doch, er macht nur 14 Schaden. Na dann, was macht er denn? 15. Ja, das überlebt sie. Ach, retten. Ich dachte gerade so, hä, wieso kann sie jetzt schon starten? Das hat doch noch überhaupt keinen Schaden genommen. So. Die sollten kein Problem für Kudde hier darstellen. Jetzt greift der feine Herr mit an, ne? Jetzt ist sich der feine Herr nicht zu schade. Ist auch typisch, immer wenn man es braucht. So. Oh, Verteidigung und Resistenz. Nice. Und Glück. Autschi. So. Das haben die zwei doch gut hingekriegt. Yay, Magie. Es ist die Palme, die magische. Schön ausgewichen. Der will mich doch verarschen, oder? Das ist doch echt nicht wahr. Oh, er kommt auch noch ran. Na, dann komm mal her. Sauber auf die Bretter geschickt. Gut, dass die Pferde hier im Sand nur langsam vorwärts kommen. Ich glaube, das sind ziemlich die langsamsten hier. So, wir gehen mal das Dorf besuchen. Mögen die Götter euch beschützen. Mögen sie euch alle beschützen. Wir leben in ständiger Angst vor dem, was die Grimial, wir leben in ständiger Angst vor dem, was die Grimial uns antun werden. Hier, nimmt den Stab mit meinem Segen. Er kann Verbündete über Entfernung hinweg in Sicherheit bringen. Gib mir jemanden, der was von Zaubersprechen versteht. Magiebegabte können damit am meisten anfangen. Also am meisten können damit sowieso Stabträger anfangen. Nur damit, nur so fürs Protokoll. So, machen wir mal hier den Magier schnell kaputt. So. Naja, bin jetzt als Geschwindigkeit im KP gestiegen, das ist doch auch mal was. Ich erwähne jetzt nicht, dass es die einzigen Werte waren, die gestiegen sind. So. Hi. Geht doch, Stall, warum nicht gleich so? Das sind die Magier, die da rankommen, ne? Beziehungsweise der hier und der hier. Kommt da noch jemand dran? Ne, das sind die einzigen. Okay. Wer hat die höhere Resistenz? Ja, ich glaube, Novi hat die höhere Resistenz und sie kann sich wehren. So. Hier ist ein Drache? Bei den Göttern, sie ist eine Manakete. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal eine sehe. Wow. Also wofür braucht sie nochmal Schutz? Ich würde sagen, von dieser Gegnerhorde hier. Wie weit kommt ihr? Weit genug, um den da mit dem Langschwert zu verprügeln. So.
Na, es sind mir zu viele, um Lonzo und Palme da einfach reinzuschicken. Oh, ihr wird sogar gedoppelt. Na gut, das ist Meridominus. Was wundere ich mich da eigentlich drüber? Ich glaube, die einzigen, die den doppeln. Ja, das Problem ist halt, dass hier. Wobei, die kommen da. Doch, die kommen da alle ran. Na, toll. Hier, der kleine Avatar auf Level 1, der wird sich darum kümmern. Ach, wie süß. Ja, sie profitiert wirklich sehr davon, dass sie Stahl dabei hat. Da müssen wir mit denen gleich mal auf. Ja, bitteschön. Kannst verhalten. Stellt sich mir immer noch die Frage, was ich mit dem Söldner mache. Ich glaube, ich heile sie erstmal. So. Naja. Ich glaube, wir bleiben einfach mal so stehen. Autschi. Und Wachlevel für Sumi ist gestiegen. Autscha. Autscha. Vielen Dank. Thank you. Oh, schönes Level Up. Wenn du unbedingt willst? Ich meine ja nur. Hättest du Cordelia angegriffen, hättest du es vielleicht noch überlebt. Just saying. Oh, schönes Level Up. Man kann sich Palme um den hier kümmern, kriegt sie auch mal ein paar EP ab. So. Hi. So, und den kann sich Nobi snacken. Zu mir muss mal wieder geheilt werden, ne? So, geheilt. Und wir müssen auch cutten, deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also bis dahin und ich sage ciao!